Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder der Pile ist geil. Es gibt wie immer Brettspiel-Tops und Flops live auf Twitch und für dich auf YouTube zusammengefasst. Und die Leute hier auf Twitch haben sich jetzt ein Spiel gewünscht, so eine kleine Hidden Gem, mal eine Empfehlung, nicht immer nur die bekannten Spiele, über die jeder spricht. Und ich habe bei mir im Flohmarkt ein Spiel gehabt. Das habe ich mir auf die Seite genommen, weil das sah spannend aus. Ist schon ein kleines bisschen älter. Es ist von 2016. Ich glaube, auf Deutsch ist es schon out of print gegangen, aber ich würde es euch gerne zeigen. Und zwar habe ich euch mitgebracht Tatsu, ein Zwei-Personen-Spiel. Erschienen bei Huch, lustige Verpackung, denn das Besondere hier an dieser Verpackung ist, dass man hier schon so ein paar Spielsteine sehen konnte in dieser Plastikverpackung, aber am Ende, wenn du das Spiel dann auspackst, dann packst du das innen rein. Also die Verpackung ist so, dass man schon hier so ein bisschen sieht. So sieht es ein bisschen seltsam aus, weil ich die Steine, wie gesagt, schon reingeräumt habe. Es ist ein sehr interessantes Material und mal wieder ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel mit sehr coolem Spielmaterial. Und das schauen wir uns jetzt mal hier zusammen an, dieses Tatsu. Wie auch immer man es ausspricht. Also diesen Plastikdeckel brauchst du eigentlich nicht. Jetzt kommt das eigentliche Spiel. Wir haben ein Spielbrett, gucken wir gleich. Und dann haben wir die Spielanleitung. Die ist nicht so kompliziert. Gibt es auch hier mal wieder in mehreren Sprachen. Und dann haben wir hier Würfel und Spielchips. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Das heißt, einer spielt weiß, einer spielt schwarz. Ich hole mal hier so ein bisschen diese ganzen Chips hier raus. Ach komm, hauen wir es einfach mal so auf den Tisch. So. Und ich tue euch mal ein paar von diesen Chips, die sind wirklich sehr hübsch, so Bakelitsteinchen, sehr wertig, tue ich euch mal in die Detailkamera. So, hier habe ich mal die in der Detailkamera, da seht ihr hier diesen coolen Aufdruck und es sind echt viele Steine dabei. Ich packe mal alle Steine für einen Spieler rein, nehmen wir mal die schwarzen Steine. Mal die weißen weg. Dann seht ihr, es gibt vier von diesen grünen. Das repräsentiert immer ein bisschen Drachen. Dann gibt es drei schwarze und zwei hier von diesen orangenen. Jeder Spieler hat dieselbe Anzahl an Spielsteinen. Wie funktioniert das Spiel? Ihr habt so ein bisschen was à la so eine Mischung aus, ich sag mal, War Chess, also Kriegstruhe mit Mensch, ärger dich nicht so ein bisschen. Also ihr habt diesen Spielplan. Ihr sitzt euch gegenüber am besten. Und ihr lauft mit euren Drachen auf diesem Spielplan. So, hier haben wir jetzt den Spielplan. Ihr startet auf diesen Startfeldern hier mit Drachen. Ihr habt zu Beginn eine Grundanzahl an Drachen. Alle anderen habt ihr hier im Vorrat. Könnt ihr also im Laufe des Spiels euch holen. Wenn ihr dran seid, würfelt ihr. Und beim Würfeln könnt ihr jetzt zwei Sachen machen. Ihr könnt entweder das Gesamtwürfelergebnis mit einem Drachen laufen oder jeweils ein Würfelergebnis mit einem eurer Drachen laufen. Gelaufen wird immer auf der Innenbahn, da bleibt ihr stehen. Es kann aber ein Drache noch auf der Außenbahn stehen, wenn die Innenbahn besetzt ist. Da passieren dann besondere Effekte. Außerdem lauft ihr immer in unterschiedliche Richtungen. Ich sehe gerade, ich habe es falsch rum aufgebaut. Ich drehe das Brett nochmal, bevor es Leute gibt, die sich dadurch getriggert fühlen. Denn das ist natürlich die weiße Seite hier, auf der ich hier spiele. So. Ihr lauft immer in die Richtung, die hier aufgedruckt ist. Also zum Beispiel der weiße Spieler läuft gegen den Uhrzeigersinn, der schwarze Spieler mit dem Uhrzeigersinn. Und jetzt laufe ich hier die entsprechenden Felder. Ich kann mich nur wohin bewegen, wo auch Platz ist. Sprich, wenn dort bereits zwei Drachen auf einem Feld liegen, kann ich mich nicht entsprechend bewegen. Ist ja klar, weil das entsprechende Feld hier belegt ist. Logisch. Was passiert nun? Wir kämpfen gegeneinander. Bedeutet, stellen wir uns mal vor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier steht bereits ein schwarzer Drache und ich laufe jetzt 6 mit diesem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme also auf sein Feld. Und was passiert hier? Beim grünen Drachen passiert nicht sonderlich viel. Beim grünen Drachen blockiere ich ihn einfach nur. Das heißt, er kann sich jetzt nicht mehr wegbewegen, weil ich ihn jetzt hier blockiere, seinen Spielstein. Ich habe den quasi gefangen genommen. Er kann so einen Pseudozug machen, indem er auf ein Würfelergebnis verzichtet. Dann kann er sich rausbewegen aus diesem Dingsbums. Aber ich habe ihn jetzt quasi hier so ein bisschen blockiert. Was wäre passiert, wenn ich mit dem blauen Stein hingekommen wäre, also dem blauen Drachen? Relativ einfach. Dann entferne ich den entsprechenden Stein und der kommt wieder in den Vorrat des Spielers. Wenn ich es irgendwann mal schaffe, mit meinem roten Drachen hinzukommen, und da ist sein Drache,
dann entferne ich es nicht nur in den Vorrat, sondern dann töte ich den komplett und der kommt aus dem Spiel heraus. Das heißt, die roten Drachen sind deutlich mächtiger, ich habe sie aber noch nicht zu Beginn des Spiels. Wie bekomme ich sie? Auch recht einfach, wenn ich auf einem dieser Felder stehen bleibe, also diesem Feld oder diesem Feld etc., dann bekomme ich einen solchen erstmal hier unten in meine vorbereitete Zone. Heißt noch nicht, dass er auf dem Spielfeld ist, aber ich habe mir den schon mal geholt und in die, wenn ich den ausspielen will, muss ich eine 1, 2 oder 3 würfeln und hier den entsprechenden Platz frei haben. Das ist so ein bisschen Mensch, ärgere dich nicht mäßig. Dann kann der hier raus und läuft jetzt auch mit. Wann habe ich das Spiel gewonnen? Das Spiel habe ich entweder gewonnen, wenn ich jemanden komplett vom Spielfeld verdrängt habe, also ich einfach allein da bin, respektive wenn ich eine Art von seinen Drachen komplett getötet habe. Also entweder alle roten, alle blauen oder alle grünen. Es gibt ja ein bisschen mehr blaue als rote und noch mehr grüne. Zusätzlich gibt es so ein paar taktische Möglichkeiten. Ich kann halt gewisse Felder von mir blockieren. Also wenn ich Angst habe, dass ich von einem roten Drachen angegriffen werde. Beispielsweise hier steht ein roter Drache und ich habe Angst, er greift jetzt meinen roten Drachen hier im nächsten Zug an. Dann kann ich mich schützen. Wie kann ich mich schützen? Ist total einfach. Indem ich einfach mit einem anderen Drachen auf das gleiche Feld ziehe. Wenn ich nämlich hier mit zwei Drachen stehe, dann kann er jetzt nicht auf das Feld ziehen. Dadurch kann er mich auch nicht töten oder vom Spielfeld vertreiben. Das heißt, das ist so eine Strategie, sich selbst ein bisschen zu blockieren, damit ein Gegner halt keine Chance hat, mich vom Feld zu nehmen. Ich kann mich aber mit diesem Drachen jetzt nicht bewegen, solange der nicht weggezogen ist. Das heißt, in meinem nächsten Zug muss ich halt gucken, was weiß ich, ich würfel mal und hätte, sagen wir mal, wenn ich jetzt dieses Ergebnis hätte, 6 und 3, dann wäre das total geil. Wo haben wir denn eine 3? Hier, 6 und 3 beispielsweise. Denn dann würde ich mich mit dem grünen 6 Felder weit bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 würde ich dann hier sitzen und könnte jetzt mit dem Drachen 1, 2, 3 laufen. Sprich, den kicke ich komplett aus dem Spiel. Also, ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel mit so netten Drachen. Ja, ich habe das natürlich mit meinem Sohnemann gespielt. Wer mich so ein bisschen verfolgt auf meinem Kanal, der weiß, Kriegstruhe und solche Spiele spiele ich immer mit meinem großen Sohn. Der ist jetzt in der 7. Klasse. Der liebt solche abstrakten Spiele. Der spielt auch immer noch unglaublich gern Schach und so. Und ich, als ich das bei mir im Flohmarkt gesehen habe, war mir klar, au, damit kriege ich ihn. Und er mag auch so ein bisschen Asien-Thema. Und natürlich habe ich ihn damit gekriegt. Ich habe ihn natürlich damit gekriegt und er war hellauf begeistert von dem Spiel. Und ich muss auch sagen, es ist ein wirklich sehr schönes taktisches Zwei-Personen-Spiel. Wenn man auf solche Art von Spielen steht, ist Tatsu sicher was super Interessantes. Du hast nicht so viel Glück, wie man glaubt von den Würfeln, denn du kannst halt sehr viel coole taktische Manöver machen, so wie ich es gerade jetzt gezeigt habe. Sich selber einfangen, Spieler fangen, Sachen blockieren. Du kannst hier, natürlich brauchst du Glück, um den richtigen Würfelwurf zu haben, ganz klar. Aber du kannst an vielen Stellen schon taktisch rangehen, wie du das Spiel spielst. Mal ein bisschen was riskieren, mal ein bisschen defensiv laufen. Du kannst ja auch dadurch, dass man immer nur in dieselbe Richtung läuft, auch bewusst an einem Spieler vorbeilaufen, damit er dich jetzt nicht erwischen kann und solche Geschichten. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Du kannst bei einem das Häuschen blockieren, dass er nicht spawnen kann. Ganz viele tolle Möglichkeiten mit einem schönen Material. Das Spielbrett ist mir ein kleines bisschen zu sehr so Plastikspielbrett. Ich glaube, wenn man das richtig geil spielen will, will man da, glaube ich, vielleicht so eine coole Spielmatte dazu. Ich finde immer bei so Plastiksteinen, wenn man das spielt, braucht man meistens irgendwie eine, finde ich, Spielmatte halt ganz geil, auf der man dann wie mit Pokerchips oder so drauf spielt. Und da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen cooleres Artwork machen können. Also die Spielmatte hier oder das Spielfeld, das kackt ein kleines bisschen ab. Das ist so ein bisschen grau im Grau. So, da hätte ich mir genau eine Tischdecke zum Beispiel drucken oder ähnliches oder gleich eine Spielmatte von machen. Das hätte ich, glaube ich, cooler gefunden. Ich werde es für meine Version aber nicht machen. So häufig kommt es dann doch nicht auf den Tisch. Aber ich glaube, hier hätte ich, glaube ich, lieber irgendwie ein Spiel, was anderes als ein Spielbrett. Ich glaube, eine Spielmatte mit ein bisschen Design hätte mir hier besser gefallen. Und dann vielleicht auch noch Würfel. Auch da kann man ja gucken, ob man sich diese zwei Würfel ein bisschen aufpimpt. Die sind auch ein bisschen langweilig, das könnte thematisch noch ein bisschen cooler sein, aber da will ich gar nicht dran rummäkeln, weil spielmäßig ist das Ding ja richtig cool und gar nicht so ohne, aber ihr habt letztendlich, habt ihr eigentlich die Regeln gerade schon gelernt. Wie gesagt, man startet erstmal nur mit drei
Drachen und hat noch nicht die starken Drachen, die muss man sich überhaupt erst organisieren und man sieht, man muss relativ weit laufen, bis man die überhaupt erst bekommt und so. Das heißt, das Spiel braucht auch seine gewisse Zeit, bis es dann auch mal so wird, dass einer sehr übermächtig ist. Das kann man auch dazu sagen, es kommt relativ irgendwann in dem Spiel, ähnlich wie bei Schach, die Situation, dass ein Spieler dem anderen extrem übermächtig ist und dann ist es einfach nur noch eine Frage der Zeit, wann er ihn halt wegbolzt. Weil es ist klar, wenn der 5 Figuren auf dem Spielfeld hat und ich nur eine oder zwei, dann hat er halt viel mehr taktische Möglichkeiten und viel mehr Zugarten, um mich vom Spielfeld zu vertreiben. Also von daher ist das schon ein Spiel, wo du halt irgendwann relativ klare Machtverhältnisse hast. Dann ist das Spiel aber auch relativ schnell zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob man da nicht sogar die Möglichkeit gehabt hätte, dafür vielleicht eine 3- oder 4-Spieler-Version zu machen, wo halt einfach noch mehr auf dem Spielfeld los ist. Ich verstehe aber, warum es eine 2-Spieler-Version ist, weil du halt dann wirklich dieses Heads-Up hast und nicht diese Kingmaker-Geschichte, dass einer immer auf den anderen drauf geht, sich zwei verbünden und so. So ist das eigentlich ganz gut und ist wirklich sehr gut ausbalanciert. Ihr müsst mal gucken, ob es irgendwo bekommt. Ich weiß nicht, ob es wirklich out of print ist, aber ihr seht ja, es ist ein sprachneutrales Spiel. Es gibt es von ein paar anderen Herstellern auch. Vielleicht ist da das Material dann sogar noch schöner oder so oder gefällt euch besser. Ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist. Alternativ, glaube ich, kann man sich auch wirklich, ihr seht ja jetzt, wie das Spielfeld aussieht, auch irgendeine Druckdatei selber basteln, druckt sich eine Matte, besorgt sich ein paar coole Pokerchips und kann das Spiel ja nachspielen. Also hier ist, das ist ja, das kannst du dir ja selber bauen, wenn du Bock hast. Hier Tatsu, das ist jetzt kein großes Problem. Wie gesagt, Mensch, ärger dich nicht mit Kriegstruhe, so ein bisschen kombiniert, bisschen Bloodstones-Vibes, so das alles. Onitama und so, solche Spiele. Also wer auf solche Spiele steht, der wird hier nicht enttäuscht, der kriegt hier was richtig Gutes. Meinem Sohnemann hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen. Bleibt bei mir auch in der Spielesammlung, ist überhaupt gar keine Frage. Also sehr cooles Ding. Und ich würde sagen, ihr denkt es euch vielleicht schon und ich kann es relativ einfach machen. Ich habe wenig auszusetzen, vor allem spielerisch nicht. Maximal noch ein bisschen diese Spielmattenoptik. Von daher kriegt das Ding bei mir ein Top. Und damit kommt wie immer der Blick auf Gemometer. Volle Schachtel, nein. Deluxe-Version, nee, Re-Release, nein, mit Buch, Popkultur. Aber es ist ein Gebrauchtkauf. Wir kommen vom Flohmarkt. Es ist ein Gebrauchtkauf. Sehr cool. Den Punkt gebe ich mir doch sehr gerne. Anthropomorph Verlag, made in Germany. Das brauchen wir alles nicht. Aber wichtig ist der Gebrauchtkauf. Also langsam kommen die Punkte zusammen. Bald Halbzeit im Jahr. Ich hoffe, ich schaffe meine Challenge noch. Jetzt würde mich interessieren, habt ihr Tatsu schon mal gehört? Kennt ihr das? Habt ihr es schon mal gespielt? Mögt ihr solche Spiele überhaupt? Oder braucht ihr mehr Thema? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wir machen jetzt auf Twitch ein bisschen weiter. Da zeige ich noch weitere Spiele. Du kannst ja jetzt entweder dir ein Spiel aus meiner Playlist raussuchen, was du guckst. Oder noch geiler, komm einfach mal rüber auf Twitch. Oder noch cooler, nimm dir ein cooles Spiel aus dem Regal, schnapp dir ein paar Kumpels oder Kumpelinchen und spielt einfach was Schönes. In diesem Sinne würde ich mich von YouTube verabschieden und sag Tschüss, YouTube. Ich habe alles, was ihr sucht. Ich habe tolle Brettspiele, ich habe schlechte Brettspiele, ich habe große Brettspiele, ich habe kleine Brettspiele, ich habe schmutzige Brettspiele. Was ich aber auch habe, ich habe andere Videos für euch oder Videos von anderen. Und was ich wirklich brauche, ist ein Abo.